Herzlich willkommen zur heutigen Sendung und Mahlzeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kulinarisch sind wir in dieser Woche in Wien unterwegs und da kocht der Grand Sœur der Altwiener Küche für Sie, Harald Brunner. Folgende zwei Gerichte hat er für uns mitgebracht. Es gibt gefüllte, knusprige Zucchiniblüte mit Eierschwammerl und dann machen wir Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und zweierlei Zwiebel. Ich freue mich riesig, dass er Zeit gefunden hat. Harald Brunner, grüß dich, Harald. Ich freue mich auch wahnsinnig. Schau, wie fesch du ausschaust da mit dem Schal. Na ja, gut. Da muss ich mich ja bemühen, wenn ich bei dir bin. Ich freue mich so, dass du Zeit hast. Du hast drei Hauben, gell? Ja, drei Hauben haben wir. Im Spittelberg, sagst du. Am Spittelberg. Und das Lokal heißt auch Spittelberg? Das heißt das Spittelberg. Ein kleines Juwel in der alten Wiener Geschichte, sage ich immer wieder. Aber sehr modern schaut das Lokal aus. Eine offene Küche. Und wir haben natürlich ganz viele tolle Gäste, die wir brauchen. Und tolle Gerichte. Lass uns gleich losstarten. Ja, wir plaudern während der Arbeit. Teil mich bitte ein, was darf ich für dich machen? Wir fangen einmal an mit der gefüllten Zucchiniblüte. Da hast du die weibliche und die männliche Zucchini. Welche ist weibliche? Die Gere ist die weibliche. Die da? Ja. Oder die ist die schönere, ist die weibliche. Die schöne, richtig. Und das ist die männliche. Sieht man unten mit dem Stempel. Und die werden wir jetzt gleich füllen. Geil. Wir beginnen, wenn du ein paar Eierschwammerl ja, nimmst. Die? Ja, egal. Da waren auch schon welche geschnitten. Da haben wir schon geschnitten, ja, da. Perfekt. Und ein bisschen Zwiebel haben wir geschnitten, haben wir auch da. Ja. Sehr gut. So, und das gehen wir jetzt in die Pfanne hinein. Magst du Butter haben? Bitte ein bisschen Butter hinein. Ja, gerne. Und ich werde dir jetzt gleich da schauen, das läuft eh schon. Dann tun wir da Butter dazu. Butter hinein. Viel Butter, wenig Butter? Wenig Butter, ein bisschen was. Ja. So, perfekt. Dann geben wir ein bisschen die Schalotte hinein. Soll ich das aufschneiden? Bitte, ja. Ja, du sehr gerne. Zwiebel schneiden ist immer was. Ja, nein, das passt schon. Sehr gerne. Super. Und dann machen wir eben diese Fülle mit Zwiebel, Eierschwammerl, frisch gehackter Petersilie, ein bisschen Creme fraiche dazu und ein Weißbrot für die Bindung. Und dann wird das Ganze gefüllt. Dazu haben wir herrliche Paradeiser. Eine ganze Schalotte oder reicht eine halbe? Das reicht vollkommen. Das ganz. Dann werden wir da schon aktiv werden. Ich gebe da ein bisschen mehr Gas, oder? Bitte, ja. Gut, also Schalotte sind drinnen. Ja, da bitte. Die Eierschwammerl, die haben wir schon aufgeschnitten, so schöne. Ja, man kann aber auch andere Schwammerl nehmen. Natürlich, es gibt herrliche frische Eierschwammerl. Wenn nicht, dann nimmt man eben Austernpilze oder Shiitake-Pilze. Und dann nehmen wir schon die Eierschwammerl da dazu. Du kannst ein bisschen Weißbrot, ganz wenig Weißbrot, wo gehen wir das hinein? Ja. Da hinein vielleicht, ein bisschen Weißbrot. Gerne. So, ja. So, reicht uns das? Ja, das reicht uns schon. Ein bisschen Milch oder was dazu? Ein bisschen Obst, das haben wir da drinnen. Hervorragend, es genügt schon, ja. Das haben wir jetzt dann gleich ansortiert. Und eine frisch gehackte Petersilie. Haben wir auch schon. Dann ein bisschen, ich nehme an, das soll gut feucht sein, ja? Ja, nicht zu viel. Nicht zu sehr. Ja, bei den Eierschwammern, jeder Pilz, wie wir wissen, besteht ja aus viel Wasser. So, dann nehmen wir ein bisschen Salz. So, bitteschön. Super. Soll ich vielleicht schon das Kartoffelpüree vorbereiten, in weiser Voraussicht? Ja, bitte, das ist ja... Was geben wir denn dazu? Geben wir ein Oberst dazu? Wir tun ein bisschen Milch, Oberst, Butter, Salz und Muskat und das war es eigentlich. Okay. Ganz kurz diese mit der Erdefibres. Ja? Haben wir ja da, ja, perfekt. Gut. Du tun wir Schale, tun wir so vielleicht hineinpressen, wenn du das machen kannst. Danke. Freilich. Hervorragend. Dann mache ich da die. So, was ist das Geheimnis für ein gutes Püree? Das Geheimnis ist, dass sie wirklich, so wie es du magst, heiß und das, man nennt das auch so ein bisschen ausdämpfen und du siehst wirklich mehlige Erdäpfel. Ja. Das ist das Wichtigste.
Und dann haben wir da hier gleich ein bisschen ein Milchoberst, das was wir aufstellen. Und ich glaube, da haben wir geschieden. Ja, upsi. So, da. Und wichtig ist auch, dass das Obers und die Milch kurz aufkochen. Und was ich immer dazu gebe, ist ein Stück Butter, ganz wichtig. Es gibt ja das berühmte Erdäpfelpüree, das berühmteste Erdäpfelpüree. Da gibt es ja den Koch des Jahrhunderts, den Paul Robuchon. Ja. Der ist ja berühmt worden mit dem Erdäpfelpüree. Ach so? Und der nimmt sogar für ein Kilo Erdäpfeln. Ja. Also ein halbes Kilo Butter. Ein halbes Kilo Butter? Ja, das richtig schmeckt. Ui. Und mit dem ist er wirklich berühmt geworden. Mhm. Es gibt heute noch Leute, die pilgern nur zu ihm. Wegen dem Erdäpfelpüree? Ja, richtig. Aha. Es gibt auch schon ein paar Gäste, die kommen zu mir auch wegen einem Erdäpfelpüree. Na, ja, dann werden wir das doch ausprobieren. Da. Unbedingt, bitte. Der beste Mix. Du wolltest noch Milch? Darf ich dir die geben, die Milch? Bitte, ja. Ein bisschen Milch, ja. Gib mir da noch hinein. Da. Zum Oberst dazu. So. So, und die Milch soll man auch warm machen, habe ich das richtig verstanden? Ja, du kannst gleich da hinein. Da reingeben, ja? Gleich da hinein. Ja. So, das stellen wir dann. So. So. Gut. Die Pfanne geben wir da. Ah, du einfach da in den Opferschein. Da in die Opferschein. Genau. Danke. Dann Salz. So. Salz. Ein bisschen Muskat, rostes Salz, ja. Salz, Muskat. Du hast das wahrscheinlich schon gesalzen, oder, die Kartoffel? Die sind schon vorgesalzt, muss man ein bisschen aufpassen. Ich will da gar nicht was. Richtig, ja. Gas. Muskat. Mhm. So. Pfeffer auch, oder nein? Nein? Nein, keinen Pfeffer. Keinen Muskat, das ist perfekt. Aber geben wir noch ein paar Weißbrotwürfeln dazu, wenn das zu... So, und jetzt musst du es nur kurz noch. Wird das jetzt dazu? Bitte, geben? Ja. Nicht zu viel, oder? Nicht zu du viel. Du sagst ja. Stopp. Ein bisschen noch, glaube ich. So, danke. Perfekt. So, so das schaut ja schon sehr gut aus, oder? Super schaut das aus, ja. Mhm. Ja, da sieht man jetzt dann die Konsistenz. Man kann ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Mhm, mache ich. Ja, bitte. So. Sehr gut. So, super. Ich gebe noch ein, zwei kleine Stück Butter dazu. Aha. Das ist auch immer gut. Ja, so. Super, weil das macht ein bisschen. Jetzt weiß ich, warum die Leute zu dir auch pilgern für das Kartoffelpüree. Das schaut so aus, wie es ausschauen soll. Da richtig, eine Butter dazu. Ja. Und dann ist wunderbar, stellen wir es warm, ja? Ja, bitte. So, dann gehen wir da gleich weiter. Wir haben die Fülle haben wir fertig. Mit der Eierschwammerl, Weißbrot, Zwiebel. Das kann man dann ein bisschen so stehen lassen. Und dann kann man noch das ein bisschen so die Cremigkeit noch kriegt, ein bisschen eine Creme fraiche dazu. Mhm. Ja. Und das ist schon dann eigentlich erledigt. Ja. Ich habe natürlich da ein bisschen schon für und der wieder das kurz, ja, den Zwiebelstimm auch daher. Wir haben das natürlich schon eingefüllt in, in eine wunderbare. Das schneidet man dann ab. Mhm. Und hier wichtig ist bei der Zucchini-Blüte, die muss man eben so ein bisschen aufmachen. Ja. Ein bisschen weiter und du das musst nichts zudrehen. Passiert, ja? Nein, und dann hat sie einen Stempel drinnen, siehst du? Das ist dieser Stempel. Ja. So, dass man das auch sieht. Ja. Und den Stempel, den tun wir raus. Den, der muss raus? Der tun wir raus, den steckt man dann oben rein. Ah, siehst du, wie schön der ausschaut? Das ist eigentlich so wie eine Blüte. Ja. Die kann ich dir gleich schenken. Dankeschön für die Blumen. Ja. So, so, ich bereite dir da vier vor, oder? Ja, bitte. Mhm. Und hinten schneiden wir es dann ab. Ja. So, perfekt. So. So, und jetzt, jetzt gehen wir es an, das Kind hast du vielleicht. Das füllen? Bitte, ja. Okay, gerne. So auseinander und dann, weißt du, und den Stempel geben den wir. Den haben wir schon rausgegeben. Den gehen wir dann drauf. Danke. Gerne. So, ich, das Öl steht. Wir sind da heiß. Ja. Ein bisschen hinauf noch. So oder mehr? Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Mhm. Da kann ich gleich einmal den Teig vorbereiten. Achso, die geben wir nur mal in Teig dazu. Ja, nein, die müssen wir schon in einen Teig geben. Ne? Wir haben ein normales Mehl genommen. Ja. Weil man kann auch Dinkelmehl nehmen, alles was man will. Und das machen wir dann auf die Art, wie einen
Tempura-Teig, das kommt vom Asiatischen, aber wir machen es eigentlich regional. Ganz einfach. Wichtig ist wieder, dass man bei diesem Tempura-Teig die Kälte, die Eiswürfeln, ein bisschen Soja hinein, ja, und ein kaltes Wasser. So, jetzt beginnen wir mit diesen herrlichen. Wichtig ist auch wieder das Faschierte. Ja. Ich glaube, du warst da. Wir haben das Fleisch von einer Fleischerei in Wien. Das ist die Fleischerei Scheiterer. Von denen haben wir quasi das Fleisch für unsere Kalbsbutterschnitzel bekommen. 75 Jahre gibt es den Betrieb schon. Es ist ein Familienbetrieb, der immer für höchste Qualität steht. Wir sagen da an die Fleischerei Scheiterer ganz liebe Grüße und ein herzliches Dankeschön für das gute Fleisch. Und das gehen wir da rein, ja? Bitte, ja. Das ist eben, da ist es wichtig, wirklich, wie es beim Faschierten ist, frisch muss sein. Wie heute in der Früh hat er das, glaube ich, noch hergerichtet für uns. So. Darf ich da die Zwiebel anschwitzen? Die tun wir kurz anschwitzen, die Zwiebeln, bitte, ja. Gerne. So, da geben wir da gleich ein bisschen Gas. In Butter? In Butter, sehr natürlich. Gerne. Da brauchen wir immer ein bisschen noch. Da kann man ein bisschen mehr Butter nehmen, ja. Nehmen wir ein bisschen mehr Butter, weil. Ja. So, das ist eine Zwiebel, oder? Bitte, ja, das ist so eine ganze Zwiebel, ja, die gehen hinein, für das ist das. Wunderbar. Ja. Ich tue das dabei einmal gleich würzen, ein bisschen mit Salz. Darf ich da Ei trennen? Bitte, ja. Weil du hast gesagt, du willst nur das Dotter, habe ich das richtig verstanden? Nur richtig, ja, genau so ist es. Okay. Ja. Warum nur den Dotter, warum nicht das ganze Ei? Aber das Eiweiß, das baue ich da jetzt nicht dazu. Ich brauche das Ei nur ein bisschen zur Bindung. Darf es rein? Und bitte hinein. So. So, Mädele. Da gehen wir ein bisschen Obers jetzt auch hinein. Kommt Knoblauch auch dazu? Nein, kein Knoblauch. Knoblauch. Das ist kein verschiedenes Laval. Kein Laval. So, da haben wir jetzt den Eidotter. Und. Nur ein bisschen Obers. Ja, wir haben übrigens alle Rezepte vom Herrn Brunner für Sie zusammengefasst auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/Silvia kocht. In der ORF-Nachlese sind immer alle Rezepte für Sie drinnen und im Teletext auf der Seite 356. Reicht uns das oder mehr? Ein Sekunden noch, jawohl, dann sind wir schon, dann haben wir das alles. Ich heize da drüben ein, das Fett. Bitte, ja. Ja. Alles heiß machen. Schauen wir mal, wie es denn geht. So. Den Zwiebel kann man jetzt auch da schon reingeben. Können wir eigentlich schon loslegen? Ja, hinein. Durchziehen und reinlegen. Bitte, richtig? Ja. Und dann mal schon, ja, da. Dings. Dann sind wir schon fein. Geht los? Geht los, ja. Geht los. Na bitte. Na, hervorragend. Das schaut ja schon so. Gut, da haben wir das gemacht. So, bitteschön. Super. Dass ich das von dir lernen darf, das freut mich ganz besonders. Ja, ich muss ehrlich sagen, das sind auch so die richtigen Wiener Geschichten noch. Ja. Ja. Darf ich das schon rausnehmen? Bitte, ja, das kannst du rausnehmen. Da lassen wir es abtropfen, schön am Papier. Die zwei lassen noch ein bisschen drinnen. Die da? Ja, gerne. In der Farbe. Oh. So, wir sind schon so weit. Ja. Ich zeige dir jetzt nur, wie man das Original Butterschnitzel. Man nimmt eigentlich, man kann dann immer die. Und die in Scheiben schneiden, oder? Die schneiden wir. Sollen wir es abziehen? Da quer, nein, da quer. So, da quer. Ja, abziehen das. So, jetzt konzentrieren wir uns. Und da sieht man, das muss so richtig oval geformt sein. Ja? Ja. Also wie ein Schnitzel, kann man sagen. Ne? Es soll nicht rund sein, wie ein Laval, sondern wirklich schön. Oval geformt. Dann auch ausprobieren, dass ich das so gut machen kann. Die Aufgabe lasse ich dir drüber, ja. Und das ist eine große Verantwortung. Die ja, richtig. Nein, das ist nämlich das Wichtigste. Die sollten eigentlich alle gleich ausschauen, ja. Dann mache ich mich schon ans Werk da. So. Diese. Aber das legen wir da jetzt so drauf, schon. Wunderbar. Super geschnitten, so. Während ich da unsere Kalbsschnitzel forme, lenke ich ihr Augenmerk nur mal auf die tollen Paradeiser, die da vor uns liegen und die wir heute auch in einem Gericht drinnen haben. Die sind von der Buschenschank Stift St. Peter. Da bedanken wir uns ganz, ganz herzlich beim Herrn Philipp Bartenbach. Die haben Petersilie, die haben Paradeiser und. Die haben wunderbare Weine und ein sehr reichhaltiges Buffet, wurde mir gesagt. Also ganz, ganz liebe Grüße an die Buschenschank Stift St. Peter. So, jetzt habe ich es. So, du bist eigentlich soweit mit den Lavern. Ja. Wir haben diese
wunderbaren Butterschnitzel in die Pfanne. Ich komme da näher, bitte. Schau. Greifen Sie zu. Wahnsinn, ja. Da muss ich immer denken, wenn ich das mache. Mhm. Weil ich habe ja doch in meiner Laufbahn auch mit, nicht nur mit Rainer Kehrer, aber mit Witzigmann zu tun gehabt. Ja. Mhm. Der Koch des Jahrhunderts. Und mit dem durfte ich damals, die nennen ja das in Deutschland Fleischfranzeln, nicht Butterschnitzeln, die Butterschnitzel machen. Yeah. Und da hat er mir immer erklärt, sie müssen richtig soufflieren. Und jetzt die Butter schön langsam angehen. Aha. Wir legen sie ein. Ja. Und jetzt soll das Butterschnitzel aufgehen und die Butter soll leicht bräunlich werden. Mhm. Also die berühmte Nussbutter, so nimmt es den ganzen Geschmack an. Ja. Und du wirst sehen, beim Einschneiden. Nein, ich freue mich. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich meine letzten Kalbsbutterschnitzel gehabt habe überhaupt. Ja. Und da machen wir zweierlei Zwiebel dazu, ja? Da machen wir zweierlei, das sind wir auch schon da. Schon ich habe da, den habe ich schon leicht vorbereitet. Mhm. Der ist eigentlich ganz einfach auch zu machen. Den, man nimmt den roten Zwiebel, halbiert ihn, ja. Ich habe das schon da vorbereitet, das würde nämlich jetzt wirklich die Sendung sprengen, weil es zu lang dauert. Und jetzt ist er schon fertig gegart. Der wird ansortiert und im Fond mit Lorbeerblätter, Pfefferkörner und ein bisschen am Weißwein wird er weich gegart. Das steht aber in meinem Rezept drinnen. Ja. Also, und das mache ich heute mit zweierlei Zwiebeln. Wir haben auch vorbereitet den knusprigen Zwiebel, der leicht meliert wird und im Öl herausgebacken. Das war es dann eigentlich. Und wir können eigentlich schon zum Anrichten gehen. Wie hättest du das gern angeordnet am Teller? So? So? Ja, ja, so, so rund. Und in der Mitte machen wir die Zucchiniblüte. Kennen wir aus. So, und rot-grün, rot-grün? Rot, richtig, ja. Rot-grün. Die Farbe spielt auch immer eine Rolle und das Auge auch beim Kochen, wie wir wissen. Du, und die Marinade kommt dann oben drauf? Die kommt dann oben drauf. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Okay. Das ist ein bisschen Olivenöl, Balsamico-Essig, Apfelbalsamico oder egal was man nehmen will. Und ein bisschen Tomatensaft oder Paradeisersaft. So, lieber Herr Brunner. Hervorragend. Lieber Chef, ist da, das so in Ordnung? Da was umgekehrt, na wunderschön. Ich habe da also Pimentos auch, ja. Die habe ich auch vom Gemüse bekommen. Da braucht man, da kannst du mir da nur. Soll ich die so kleine Scheiben schneiden? Nein, 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 die tun wir nur in eine frittieren. Da hinten bitte. Gas geben. Ja, Gas geben. Und da auch nochmal Gas bitte, geben. Ja. Da, ja, das wäre soweit. Soll ich die schon reinwerfen? Ja, bitte. Sollen wir die durch den Teig ziehen oder nicht? Kurz durch den Teig und dann eine. Weil dann haben wir noch ein bisschen so das scharfe Erlebnis, das was auch dazu gehört. Ja. Toll. Diese Upsala. Pimentos, ne, das sind diese. Pimentos de Padron. Richtig, ja. Ja, schau, super. Die gehen dann auch auf, so richtig. So. So, da tun wir ein bisschen die Olivenöl hinein, den Tomatensaft, hervorragend. Dann gehen wir da, dass wir schön die Paradeiser marinieren. Ja. So. Schau. Da müssen wir schauen auf unseren Zwiebel. Der ist schon so leicht dann noch angrasiert. Ups. Oh ja, ja. Macht nichts, wenn der ein bisschen eine Braunnote hat auch. Da muss man immer aufpassen. So, hier haben wir die Schüssel. Oder da habe ich so diese Kräutersalate, die von der Kaltschale heißen die, die da die Kräuter machen. So. Die kann man rausnehmen, die Schnitzel. Upsi, upsi, upsi. Ja. Na, das haben wir gut eingespieltes Team, gell? Ja, ja, haben wir. Oh, die habt ihr aber noch die ganze Woche, bis auf einen Feiertag. Den hörst du mir, lieber Harald. Ja. So, und bitteschön. Freue mich, ja. Vielleicht nach dem Feiertag kommst du dann zu mir helfen. Ja, genau. Momentan, ist, egal. Momentan ist es schwierig in der Gastronomie. Ja. So, danke schön. So. Bitte. Wunderbar. Wunderbar, ja.
So. Lass die Pfanne ruhig da stehen, wir machen uns die nachher dann noch. Bitte, ja. Alle. Das so, ist das, das ist das. So, und da legen wir jetzt dann, das kannst du bitte arrangieren. Sehr gerne. Hast du das eh so super gemacht. Schau, das ist auch nicht schön, das geworden ist. Mhm. Und zwar haben wir schon natürlich gemacht, es würde auch zu lange dauern für die Sendung, so ein halbes Fond, ja. Das ist eben Knochen resortiert, ansortiert und mit einem Suppe oder Hühnerfond aufgegossen und lange reduziert. Sowas kriegt man heute eh schon in guten Läden, einen guten Kalbsschü, den was man dazu nimmt für die Butterschnitzung. So, unser Püree habe ich warm gestellt. Sehr hervorragend. Das hat gut gehalten. So, dass Sie das gut sehen, machen wir da ein bisschen Platz. Ja. So, die Eierschwammerl, die darf man dann nachher noch zum Gulasch machen, oder? Ja. Wenn es nur ein bisschen bei mir bleibt. Ja, richtig. Danach machen wir es uns. Genau. Ein herrliches Eierschwammerl-Gulasch. Sehr schön. So. So. Und wie darf ich das Püree anrichten auf dem Teller? Du musst da ein schönes Nockerl machen. Ein Nockerl mache ich sehr gerne. Drei? Ja, drei Nockeln. Hast du das? Wunderschön. So. Mhm. Und dann nehmen wir da unseren hervorragenden Zwiebel. Mhm. Bitte schön. Was darf ich mit denen? Einfach so drauf? So drauf, ja. Gerne. Das soll eben schön knusprig sein, den haben wir auch schon vorbereitet. So. Mhm. Dann kommt. Wie sind die gemacht? Einfach in Mehl auch? Ganz kurz in Mehl, meliert nehmen wir das. Ja. Und dann in Öl herausgebacken. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach, aber schmeckt so richtig crispy. Crispy? Ja. Und dann haben wir da den. Das Safterle, das was immer gut ist auch. So, ja, schau. Mhm. Schau mal, das schaut besonders schön aus. Wo darf ich das herlegen? Du legst das da so hinein, ja, so. Mhm. Mm, super, gut. Noch ein zweites dazu vielleicht. Gerne. Wie du willst. Und oder? Dann haben wir die andere Zwiebel noch, gell? Ja, schau. Da legen wir die Zwiebel da so rein. Schaut das wunderbar toll. Aus. Was. So, jetzt können wir das drauflegen. Ja, so? So, ja. Einmal links, rechts und dann. So. Schau, wie wunderbar genau, das ist. Und da die Pimientos de Padron. Ja, herrlich. Das ist eine tolle Vorspeise, oder? Wahnsinn. Dann gehen wir da noch ein bisschen. Die Stempel hast du auch aufgehoben. Ja, die tun wir noch drauf. Mhm. Die sind nämlich mariniert jetzt. Die haben sie gut angesagt. Mhm. Marinade. Schau, wie schön das ausschaut. Wunderbar. Da. Wahnsinn. Und da ein bisschen noch was Grünes dazu. Da geben wir ein bisschen Basilikum noch drauf. Lieber Harald, magst du einmal noch zusammenfassen, was du da für uns gezaubert hast? So, ja. Es ist die wunderbare Zucchiniblüte im Backteig mit dem Paradeiser Vielfalt. Ja. Und dann haben wir das herrliche Butterschnitzel gemacht. Wahnsinn, Weltklasse, wie das ausschaut. Sollen wir es verkosten? Na, unbedingt, unbedingt. Fangen wir mit den Zucchiniblüten an. Harald, schau her. Wahnsinn. Ich habe da für dich Besteck. Danke. Bitte schön. Das ist ja das Schöne, wenn man mit dir kocht, wenn wir kochen im Restaurant, kriegen wir nicht gleich was zum Essen. Aber bei dir. Ja, natürlich, danke. Selbstverständlich. Ja, das ist ein. Schau, wie schön. Gefüllt, genau, ja, da werft man sofort einen Blick rein. Ja, bitte unbedingt. Im Teigmantel. Richtig, im Teigmantel, ja. Mhm. Schau, Wasser. Schau, wie schön. Ja, Wahnsinn. Wunderbar. Und dann die Paradeiser dazu. Mhm. Alles auf dem Teller. Mhm. Mhm. Toll. Weltklasse, danke. Und jetzt, meine Damen und Herren. Jetzt wird es interessant. Unsere Butterschnitzel von Schau, Chef Harald persönlich. Bitte, Chef. Na. Normalerweise müsstest du zuerst kosten. Nein, aber bei uns ist das immer ein bisschen andersrum. Ja. Und da, ich mache mir da das zweite. Toll. Also, die Saftigkeit gewürzt. Genau, so wie sein. Püree dazu. Bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Weißt du, da sieht man eben, wenn man das Püree wirklich frisch macht, kocht, so wie es wir da jetzt kochen, wie es du kochst, muss ich ja sagen, ist ja wirklich genial. Du hast gekocht. Ich sage herzlichen Dank. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Wir freuen uns auf Sie dann wieder in der nächsten Sendung um 14 Uhr auf ORF 2. Und das letzte Wort hat der Chef. Letzte Wort habe ich. Ich kann nur wieder sagen, genießen Sie das, weil es ist wirklich ein Wahnsinn. Mahlzeit. Mahlzeit, ja.